Also es gibt Sachen, die ich nachher würze, es gibt aber auch Sachen, die ich davor würze. Also beim Steak machst du es davor oder danach? Es kommt darauf an, welche Garmethode ich anwende. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Biefer arbeite. Okay, also Biefer ist 800 Grad bei sehr hoher Hitze, ne? Beim Biefer ist es eigentlich so, dass ich eigentlich immer nur so eine kleine Prise Zucker aufs Fleisch mache, temperiertes Fleisch im Backofen vor, dass ich ungefähr so 45 Grad im Kern habe. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie dick ist das Steak. Ja? Aber durch dieses leichte mit Zucker bestreuen, löst sich ein bisschen Fleischsaft. Wenn ich das dann bei 800 Grad schiebe, karamellisiert das Fleisch komplett ab. Wenn ich es da vorher gepfeffert habe oder gesalzen habe, habe ich immer das Problem, dass der Pfeffer verbrennt wird bitter, dann würze ich komplett danach. Es gibt aber auch mit Sicherheit Sachen, die ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Kalbsohrentrikot habe, da nehme ich meistens eine Mischung, 3 Teile Salz, 2 Teile Zucker, würze das vorher, lass es wirklich so 1-2 Stunden liegen, dass es wirklich einzieht und schieb's dann. Aber es ist immer so, ja, ich sag mal, es ist eigentlich wurscht, ob du dein Steak vorher salzt oder danach salzt. Okay. Es ist wurscht, ob du dein Steak nur in der Pfanne machst oder auf dem Grill. Du kannst es zuerst niedrig garen, danach anbraten. Du kannst es als erstes anbraten, danach niedrig garen. Es kann überall ein gutes Steak rauskommen. Das stimmt. Also das ist ja das Schöne, dass in der Küche gibt es nicht nur einen Lösungsweg, sondern kochen ist wie Kartoffelsalat. Man sollte es nur können, ne? Man sollte es nur können, oder sagen wir so, es sollte einem persönlich schmecken, wenn man selber gekocht hat. Ja. Ja? Und solange es einem schmeckt, kann man es ja. Wenn es einem nicht schmeckt, sollte man irgendwie sich an seinem, dann sollte man was verändern.